In einer tränenreichen Zeremonie wurde sie gekrönt. Natalia Klobuch ist die neue Witzenhäuser Kirchenkönigin. Die 19-Jährige trat am Sonntag als Natalia die Erste ihre 365 Tage währende Herrschaft an. Bereits am Freitag setzte sich die Abiturientin in einem kurzweiligen Wettkampf gegen ihre Mitbewerberinnen und zukünftigen Prinzessinnen durch. Hunderte begeisterte Gäste hatten das Spektakel verfolgt, bei dem die Kandidatinnen mit überdimensionalen Kartonteilen puzzelten, eine Holzkuh molken oder als Stewardessen verkleidet den Flug ins Kirchenland bewarben. Begleitet wurde der Wahlabend unter anderem durch den Auftritt der Sängerin Alexandra und der Showanlagen von Gruppen der Body and Soul Dance Academy aus Kassel.